Das ist so süß mit einer Schildkröte drauf. Wer kann denn da Nein sagen? Die hat eine Konsistenz, die mir super gut gefällt. Das ist irgendwie... Genau, die Verpackung ist auch super schön. Ich bin gespannt, ob das... Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen wieder zu einem DM-Haul. Ich habe diesmal überwiegend bei DM bestellt. Ich würde gerade sagen zweimal, aber nein, es war nur einmal. Und ich war auch noch mal im Shop selber, in der Filiale selber. Und ja, es durfte wieder einiges mit. Ich habe diesmal nicht so viel Make-up wie sonst, aber es ist natürlich trotzdem auch Make-up dabei. Aber ganz viele Sachen, die ich so nachkaufen musste einfach. Und ja, bei ein paar Sachen bin ich jetzt gerade auch nicht ganz so begeistert. Ich fange mit denen jetzt einfach mal an. Ich habe hier nämlich, und ich weiß auch nicht, vielleicht schicke ich es zurück. Es ist nämlich ziemlich wahrscheinlich, dass es mir nicht passt. Also ich war hier sehr, sehr, sehr interessiert an dem Perfekta 4-in-1 Glow Make-up. Ich habe ja davon gibt es noch dieses Mousse Make-up, hier Whipped Matte Make-up. Das liebe ich ja total und das gibt es jetzt hier halt nochmal in einer Glowy-Variante mit so einem Schwämmchen zum Auftragen. Fand ich halt mega interessant, habe ich in der Filiale auch noch nicht gesehen. Und ja, ihr seht schon, es ist ziemlich dunkel und das ist nur 02 Medium. Also ich bin ein bisschen, ich fürchte, dass das nichts wird. Es könnte auch was werden. Manchmal sind Sachen ja in den... Das hier ist das beste Beispiel im Moment hier. Die habe ich auch letztes Mal gekauft. Das ist die von Maybelline New York, die Green Edition. Die hätte ich mir in der 4.0 auch nie mitgenommen, weil ich gedacht hätte, dass die mir zu dunkel ist. Aber die passt tatsächlich ganz gut. Ist sogar, wenn man es aufträgt, eben noch viel heller, als es jetzt halt in dem Flakon hier den Fall, den Anschein macht. Und ja, ich habe jetzt jedenfalls irgendwie Angst, das aufzumachen, weil das Ding kostet 15 Euro und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich das jetzt in den Sand setze, wenn ich das öffne. Ich sehe nämlich auch, das macht mir auch ein bisschen Angst, klar, es heißt Glow, aber jetzt sehe ich ja halt auch goldenen Glow drin und ich fürchte, dass das ziemlich alt machen könnte. Also ich habe ein bisschen Angst davor tatsächlich. Ich glaube, ich schicke das leider zurück. Ja, ich werde mir das aber dann nochmal in einer anderen Farbe holen, denke ich. Vielleicht finde ich es auch mal irgendwo im Shop. Letztens wollte ich es auch bei Rossmann bestellen, weil es im Angebot war, aber das war natürlich ausverkauft. Ja, also mal gucken. Aber eigentlich finde ich das schon ziemlich interessant, weil ich halt, das ist halt auch hier, das steht doch extra drauf. Hier Primer, Concealer, Highlighter und BB-Cream in einem Produkt und sowas finde ich immer super, super spannend. Na gut, also das geht also wahrscheinlich zurück. Und was ich jetzt auch nicht ganz so toll finde, sorry für die ganze Jammerei jetzt am Anfang, aber das habe ich eben bestellt und das werde ich nicht wieder so machen. Es gibt, und ich freue mich eigentlich so, ne, hier von Milou gibt es ein neues Geschenkset. Ich sammle davon ja recht viel und gerade diese kleinen Geschenksets haben es mir total angetan. Aber leider war das jetzt so blöd verpackt, dass das hier oben total zerknautscht ist. Hier, also verschenken würde ich das jetzt zum Beispiel nicht mehr. Hier unten ist es auch eingerissen, leider. Also total schade. Und hier öffnet sich auch die Verpackung. Also ja, sowas dann wohl doch lieber im Shop kaufen und nicht bestellen. Da bin ich jetzt echt ein bisschen angepisst, weil eigentlich, wie gesagt, also wenn ich es jetzt hätte verschenken wollen, dann kann man das ja nicht machen. Ich könnte es jetzt vielleicht behalten, vielleicht mache ich es auch, aber ich glaube, ich schicke es eher auch zurück, weil ich jetzt eh auch schon hier was zum Zurückschicken habe. Das finde ich ein bisschen schade, aber naja, hätte ich auch drauf kommen können, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, das so zu kaufen. Aber naja, bin ich jedenfalls nicht. So, jetzt geht's aber positiv weiter. Entschuldigung, aber das finde ich schade halt einfach. Gut, ich habe hier von Tamtam noch was nachbestellt und zwar für meine Freundin. Die hat mich gebeten, den Loose Translucent Powder für sie zu besorgen und das habe ich natürlich gemacht. Es gibt ja noch ein Banana Powder und genau, ich wollte mir eigentlich auch beide erst kaufen. Aber das sind dann auch 26 Euro. Naja, jedenfalls habe ich das jetzt für meine Freundin bestellt und das kommt dann direkt auch mit in ihr Paket. Die wohnt nämlich in Österreich und kriegt das hier nicht alles so. Hier, was ich in der Filiale gefunden habe, es gibt doch da immer diese Beutel, die man dann für 2 Euro kauft. Ich meine, es waren zumindest mal 2 Euro und dann kann man die immer mal austauschen, wenn die nicht mehr schön aussehen, ohne dass man drauf zahlen muss. Und jetzt habe ich da gesehen, dass die hier so eine süße Limited Edition hatten. Lieblingsstück und ja, das musste natürlich mit. Das ist total schön und total süß und die werde ich garantiert nicht eintauschen, weil ich weiß nicht, irgendwie alles, wo Rainbow drauf ist. Ich finde es einfach so hübsch. Das ist jedenfalls ganz toll. Das hat mich sehr gefreut, weil das einfach mal eine besondere Limited Edition war, wie ich finde. Die sind ja irgendwie immer so ein bisschen limitiert, die Farben, aber ja, ich wollte das jedenfalls ganz gerne mitnehmen und das habe ich auch getan. So, worauf ich auch super gespannt bin hier, das habe ich neu entdeckt. Von Yuti gibt es eine Paradise Punch Tuchmaske und die sieht super schön aus. Also so eine ganz normale Tuchmaske, so eine Fließmaske und da ist aber so metallisch in Rainbow so ein Blumenmuster drauf. Und das sieht total schön aus. Und naja, das mit Hyaluron, Vitamin B12 und pflanzlichen Stammzellen. Der Duft ist Mango, Papaya, Ananas und Kokos. Das finde ich aber schön, dass das da drauf steht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und er spendet intensive Feuchtigkeit und lang anhaltende
Ich will intensive und langanhaltende Feuchtigkeit. Gut, also ich bin sehr gespannt darauf. Es ist so hübsch. Habe ich zweimal mitbestellt. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Bei Tuchmasken ist ja sowieso immer was. Das ist ja immer interessant. So, dann habe ich hier noch was super Interessantes. Ich bin wirklich super, super. Hat hier gerade irgendwas gepiept? Hier, also von No Makeup, No Cosmetics. Das ist die All-in Barrierecreme. Und genau, die heißt nämlich auch in so einem wunderschönen Rainbow-Stil hier. Und ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich sie mir wirklich bestellen soll oder nicht, weil die Sachen sind ja nicht ganz günstig. Aber bisher vertrage ich sie halt super gut. Und die sind ja natürlich auch immer in aller Munde. Und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das jetzt hier super ansprechend. Hier ist jetzt fünffacher Ceramidkomplex drin mit Arnica Mexicana, stärkt die Hautbarriere und verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Das finde ich natürlich gut. Jetzt gerade im Winter finde ich das sehr gut. Und ich hoffe sehr, ich suche ja immer nach einer Tagespflege, die ich ganz, ich weiß nicht, die soll sich irgendwie gut anfühlen. Ich möchte aber natürlich auch Make-up-Produkte drüber schmieren können. Nachtcremes habe ich genug, wo man, oh, das ist so süß, guckt nur. Dieses Rainbow-Design, ich wollte jetzt einmal ganz kurz die Konsistenz irgendwie mal anschauen. Die kommt auf jeden Fall hier in so einer 50-Milliliter-Tube. Die hat eine Konsistenz, die mir super gut gefällt. Das ist irgendwie geruchslos übrigens auch. Geruchsneutral. Das sieht richtig super aus. Oh, jetzt muss da nur noch Make-up drauf funktionieren. Ich bin super gespannt. Das werde ich aber dann nochmal irgendwie, ich weiß noch nicht in welchem Video, ich werde euch mal irgendwie updaten darüber. Auf jeden Fall, ich habe ganz große Erwartungen daran und ganz viel Hoffnung und ich hoffe, dass das einfach, das wäre so toll, wenn das richtig gut funktionieren würde. Ich würde wahrscheinlich nichts anderes mehr kaufen. Als ob. Na, okay, hier ist noch was, das haben wir im Shop mitgenommen. Ich meine, ich habe mir den eigentlich schon mal gekauft. Wenn ich das wirklich getan habe, dann ist er entweder verschollen oder ich habe ihn so gut weggelegt, dass ich ihn nicht mehr finde oder ich habe ihn doch nicht mitgenommen. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Haarreif für 3,45 Euro. Übrigens so süß hier mit so kleinen Röschen und ansonsten eben in so einem Beige, so ein bisschen Boho-mäßig, wie ich finde. Ich glaube, es ist aber eigentlich, ist das wirklich für erwachsene Frauen? Auf jeden Fall finde ich super süß und der musste natürlich mit, ganz klar. Und wenn ich ihn jetzt doppelt habe, ist es noch umso besser. Genau. Dann ist hier ja nochmal die neue Balea Creme Dusche Make a Wish. Die habe ich euch eigentlich schon gezeigt, beziehungsweise Shampoo und die ganzen, das ist ja so eine ganze Reihe. Die haben ja wirklich viele Produkte mit dieser Limited Edition und das Duschgel habe ich aber immer nicht bekommen, weil es immer ausverkauft war. Jetzt war es aber endlich da und für meine Duschgelsammlung musste das natürlich her, ganz klar. Hier steht jetzt mit dem magischen Duft nach Sternzauber. Aber es riecht wirklich sehr schön. Das Shampoo ist auch sehr schön. Auf jeden Fall für die Vorreinigung. Ich muss danach immer noch mal mit einem anderen Shampoo rüber. Aber einfach super schön. Gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Bevor wir hier mit DM jetzt weitermachen, ich werde es nämlich vergessen. Ich war einmal ganz kurz noch bei Müller, um Spielzeug zu kaufen. Und dann habe ich da noch meine Haarfarben mitgenommen. Genau. Ich mag ja eigentlich immer ganz gern die Tönung von DM. Die ist auch nach wie vor wirklich super. Dann hatte mir aber noch eine andere Zuschauerin die hier empfohlen, eben von Müller. Das ist eben auch nur die Intensivtönung. Es gibt noch eine Stufe stärker und das ist dunkelbraun und das ist gefühlt nahezu schwarz, wenn ich es auftrage. Und es hält noch eine ganze Ecke, also es färbt intensiver als das gleiche Produkt von der DM-Hausmarke und es ist noch ein Ticken dunkler, was ganz gut ist, weil sich das dann besser einblenden lässt alles. So. Weil ich das ja nur für den Ansatz nehme. So, egal, bla bla bla. Jetzt habe ich lange genug über die Haarfarbe geredet. Mache jetzt hier mal ganz kurz weiter mit Deko, beziehungsweise ist das jetzt hier eine Kinderschürze. Die fand ich so süß. Das ist so ein Pinguin. Ich glaube, mein Sohn ist dafür schon zu groß, aber dann vielleicht für meinen Neffen hier. Das ist, das sieht so süß aus, guckt nur. Und das war jedenfalls so ein Backaufsteller, habe ich jedenfalls in der Filiale nochmal gesehen. Die hatten alles Mögliche. Ich dachte eigentlich auch, ehrlich gesagt, ich habe noch was zum Backen hier mitbestellt. Aber nein, habe ich scheinbar nicht. Jedenfalls ist es jetzt aber doch die Schürze geworden und es ist so süß. Ich liebe diese Limited Editions, wo man einfach, ach, keine Ahnung, so die Jahreszeiten und Feste so voll zelebrieren kann. Genauso ähnlich ist das hier auch mit diesem Filz-Bastel-Set. Das soll so ein Elch, so ein Rentierkopf sein und das sieht auch ganz süß aus, aus Filz halt. Ja, aber die, ihr seht schon, auch diese Verpackung habe ich mir schicken lassen. Das ist halt leider auch, also zum Verschenken jetzt nicht mehr so mega hübsch. Da ich es jetzt eh selber benutze, ist es nicht ganz so schlimm. Aber ja, das ist halt, ja gut, wie sollen sie das machen, ne? Aber ja, ist halt doof. Dann bestelle ich sowas halt nicht mehr online. Das ist dann einfach nervig. So, dann habe ich hier noch so einen, der kostet 2,45 €, so einen, ja, Keks-Weihnachtsteller mitbestellt. Den fand ich halt jetzt so farblich recht passend. Ich dekoriere weihnachtlich, nehme ich euch übrigens auch noch mit, die Tage irgendwie, also
Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich nehme euch bei der Weihnachtsdekoration mit. Und genau, ich habe ja alles immer so weiß, gräulich eingerichtet, aber zu Weihnachten hole ich dann viel rot-weiße Deko raus. Aber grau kann man da ja auch ganz gut mit einblenden, sag ich mal. Einblenden ist heute wohl das Wort des Tages. Auf jeden Fall fand ich da deswegen diesen Teller ziemlich schön, weil der einfach ein bisschen neutral ist. Aber so Eissterne finde ich einfach auch total schön. Und das ist der perfekte Übergang, Jungs und Mädels. Passt mal auf. Hier habe ich das nochmal extra eingepackt gekriegt. So, das ist aus Holz auch ein Eisstern. Den habe ich zweimal bestellt. Das ist einfach zum Hinstellen. Ja, man kann ihn hinstellen, kann man. Man könnte ihn bestimmt auch irgendwie anhängen oder annageln, wenn man das schön findet. Aber ich finde die so dekorativ, einfach mega schön. Hier steht jetzt leider gerade kein Preis drauf, aber ich meine auch so 3-4 Euro hat einer gekostet. Wie gesagt, zweimal durfte das mit, finde ich einfach total hübsch und schön und süß. Ist auch so ein bisschen auf rustikal gemacht, weil hier und da dann noch so ein bisschen so Holzmaterial durchscheint. Ist auf jeden Fall sehr süß. Also gefällt mir wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich freue mich. Genau, dann auch das hat so ein bisschen was mit Winter zu tun. Ich habe hier Merino-Wollsohlen mitbestellt. Einmal für ein paar Schuhe für mich. Dann dachte ich, bei meinem Sohn könnten wir die ja auch reinlegen. Der hat nämlich jetzt mittlerweile auch schon so große Füße wie ich. Und genau, wenn er das nicht mag, dann werde ich sie natürlich mit benutzen. Ich glaube, die kam auch um die 4-5 Euro. Und ja, das fand ich jetzt interessant, weil wenn man nicht unbedingt so fette Winterschuhe gerade tragen möchte, sondern Turnschuhe, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn man sie nicht drin hat, gerade wenn es so sehr kalt ist. Also ich bin gespannt, wie das ist. Ich finde übrigens auch ganz gut, dass die dunkel sind und nicht so wollweiß. Das mag ich nicht ganz so gerne. Ich weiß gar nicht genau, wieso, aber obwohl, so toll ist das Braun jetzt auch nicht, aber ist egal. Genau, dann gab es ja jetzt neue Handseifen, eine Limited Edition haben wir hier. Und ich habe das Gefühl, sie wiederholen sich langsam so ein bisschen, obwohl hier die Baumwollblüte war jetzt schon was Interessantes. Das ist nämlich eine Handseife, Soft Feeling, duftet nach Mandeln und sanften Baumwollblüten. Genau, das ist wirklich ein super schöner Duft, habe ich erstmal nur einmal mitgenommen, weil die Verpackung halt rosa ist und mein Glaube, mein Sohn steht nicht so auf rosa, aber der Duft halt ganz leicht fruchtig, aber eben auch so ja leicht nach Blüten eben. Und hier sieht man jetzt auch, dass sich DM sehr viel Mühe gibt, was die Flaschenproduktion betrifft. Schaut, das ist einfach, früher war das immer farbiges Plastik oder irgendwie durchsichtig und jetzt ist das halt sowas Recyceltes. Finde ich richtig cool. Übrigens, das schreiben mir auch immer ganz viele, ich sag's schon gar nicht mehr dazu, weil es für mich selbstverständlich ist. Viele Produkte haben hier mittlerweile, Balea unter anderem, auch so eine Perforierung. Da kann man diese Ummantelung der Flasche quasi lösen und dann eben so einzeln in den Müll schmeißen. Übrigens auch nicht hier den Pumper drauf lassen, weil das irgendwie auf der Mülldeponie dann besser sortiert werden kann und besser recycelt werden kann. Deswegen macht euch gerne die Mühe, wenn ihr aufbraucht, dass ihr dann die Verpackung hier an der Perforierung eben abmacht. So, das machen aber natürlich leider nicht alle Marken. Sonst wäre das noch einfacher. Ha, hier machen wir jetzt nochmal mit einer Neuheit weiter und zwar von Dove Bath Therapy, We New Wild Violet and Pink Hibiscus Scent. Gott, das war irgendwie gerade schwer. Bath and Shower Gel ist das so. Das ist jedenfalls mit Peptiden und das ist so eine große Flasche. Hier sind 400 Milliliter drin und das riecht leider nicht ganz so gut. Das riecht schon gut. Vielleicht ist es, ich werde das mal ausprobieren. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich es, es ist ja ein Badezusatz. Ja, Badezusatz, Schauergel. Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt in die Badewanne mache, dass ich das besser verteilen kann und dann der Duft vermutlich auch sich schöner entfaltet. Deswegen behalte ich das auf jeden Fall erstmal. Ich wollte nämlich gerade sagen, oh, ich glaube, das muss ich weitergeben, ist nicht mein Fall. Aber doch, 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 das behalten wir jetzt erstmal noch. So, und das ist auch komplett neu. Da habe ich mich richtig gefreut. Übrigens wollte ich auch noch, genau ein paar Tage, nachdem ich bestellt hatte, kam noch eine neue Limited Edition bei Essence. Nein, von Essence, bei DM Online. Es ist immer so. Immer wenn ich gerade bestellt habe, dann kommt noch irgendwas richtig Cooles hinterher, sodass ich denke, ihr hättet mal ein paar Tage gewartet. So, hier ist jetzt jedenfalls neu von Balea Plex Care Spülung und Shampoo. Hilft Lücken in den geschädigten Haarstrukturen wieder aufzufüllen für chemisch behandeltes und geschädigtes Haar. Das passt bei mir auf jeden Fall. Und genau, die Verpackung ist auch super schön. Ich bin gespannt, ob das sehr viel macht. Ich meine, ich habe sogar irgendwie Silikone in, ja doch, hier ist auf jeden Fall auch Silikon drin und hier müsste das auch nochmal sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht so mega gut funktioniert wie zum Beispiel Olaplex. Ich habe es jetzt selber noch nie benutzt, aber wäre schon ziemlich überraschend, wenn so ein günstiges Produkt das gleiche machen würde wie das Originalprodukt. Oh sorry, meine Augen fangen gerade voll an zu brennen. Was ist denn das? Was ist denn das? Nee.
Ja, genau. Was ich auch noch mitbestellt habe, ist hier von Balea ein Schaumbad. Das ist eigentlich, glaube ich, aus der Kinderabteilung, aber ich musste das einfach haben. Das ist das Schaumbad Swimming Buddies, duftet nach Unterwassermagie. Warum nehmen die immer so dämliche Bezeichnungen, mal ganz ehrlich? Egal, also das ist so süß mit einer Schildkröte drauf. Wer kann denn da Nein sagen? So süß. Auch zum Verschenken total schön. Und dann steht da auch noch drauf, Let's be friends. So süß. Und es geht noch süßer weiter. Hier haben wir nochmal die Sweet Wishes Vanille und Macadamia. Das ist ein fliegendes Schaumbad. So mit langanhaltendem Schaum. Das fände ich tatsächlich mal ganz gut. Ich hatte letztens von Trackle Moon das Schaumbad, genau. Das habe ich gerade in Gebrauch. Und da steht auch was so von wegen, dass es besonders schaumbildend sein soll. Und das stimmt tatsächlich auch. Das hält tatsächlich auch richtig gut. Also wenn ich jetzt meine Haarkur ins Wasser gebe, dann nicht mehr. Aber vorher auf jeden Fall schon. Genau. Und hier, das musst du natürlich mit, weil es erstens süß ist und weil Vanille und Macadamia zusammen einfach eine unfassbar gute Mischung ist. Und ja, ich meine, das sieht so süß aus. Was soll man schon noch sagen? Das musste halt her und es war neu und naja. So, dann geht das jetzt nochmal weiter mit was zu essen. Hier geht es jetzt auch gleich weiter mit Haushalt. Das sind so die Hauptgründe, warum ich überhaupt bestellt hatte. Hier habe ich zum Verschenken nämlich die Mini-Dinkel-Spekulatius mitgenommen. Die waren, meine ich, bei uns auch in diesem extra Weihnachtsback- und Süßigkeitenaufsteller. Die standen ziemlich dicht beieinander. Ja, mit Zimt und Nelken ist das. Die habe ich zweimal mitbestellt. Wie gesagt, einmal zum Verschenken, einmal zum selber essen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie schön. Das ist so ein bisschen stimmungsgebend und es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, dann hatte ich hier einmal nachbestellt für meinen Sohn. Der mag ganz gerne die M. Eukal Wildkirschen Hustenbonbons. Und ja, mich stört ein bisschen, dass die zuckerfrei sind. Nicht, weil ich meinem Kind unbedingt Zucker geben möchte, aber manchmal sind so, wenn das mit Süßstoffen dann versetzt ist, dann kratzt das ja irgendwie nochmal zusätzlich im Hals. Zumal, ich weiß nicht, also zumindest bei mir war das öfter so, Isomalt. Vielleicht kratzt das auch einfach nicht. Muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Auf jeden Fall habe ich die aber mitbestellt, weil es die einzigen sind, die er nimmt. Und das ja dann doch hin und wieder echt ein bisschen Linderung verschafft. Und deswegen ja durften die mit. Und dann habe ich zweimal das klassikfeuchte Toilettenpapier mitbestellt. Weil ich dachte, ich hätte noch, aber ich hatte nicht mehr. Und das war super wichtig. Ohne feuchtes Toilettenpapier geht gar nichts. Okay? Ganz wichtig. Genau, dann hatte meine Mama mir noch was mit in Auftrag gegeben. Sie brauchte nochmal dreimal hier die Visio Max Kochsalzlösung. Einmal in der großen Variante mit 360 Milliliter und dann nochmal in der kleinen mit 100 Milliliter. Die hat sie ganz gerne dann für unterwegs. Genau, ich glaube, die wollte sie dreimal und die zweimal haben. Und ebenfalls für die Augen für meine Mama die antiallergischen Augentropfen. Die mag sie auch total gerne, weil sie da ganz oft irgendwie Probleme mit hat und allgemein immer die Augen recht gut befeuchten muss und so. Sie hat da auch schon sämtliche Sachen durchprobiert. Auf jeden Fall funktionieren die immer ganz gut. Die kamen dann auch dreimal mit. Und dann wollte auch meine Mama zusammen mit meiner Schwester nochmal die Babynagelschere haben von Baby Love. Die nehmen die natürlich für den entweder vorgesehenen Zweck oder auch zur Handarbeit. Das ist auch richtig cool. Also das, die sieht auch echt gut aus. Früher, als meiner noch kleiner war, da gab es immer nur die von Wilkinson. Und ja, die scheint aber auch ganz gut zu sein. Freut mich. Ja, dann habe ich noch auch eine Neuheit entdeckt. Wir brauchten Zahnpasta. Ich habe übrigens auch noch da ein Rossmann-Haul liegen. Da habe ich auch ordentlich Zahnpasta bestellt. Wir haben dann auf jeden Fall erstmal wieder einen Vorrat. Das ist von Signadi White Now Sensitive. Sofort dreimal weißer. Schutz für sensible Zähne und wissenschaftlich nachgewiesen. Irgendwas ist wissenschaftlich nachgewiesen. So, auf jeden Fall, klar, man soll immer ein bisschen vorsichtig sein mit weißmachenden Zahnbürsten, weil das meistens viele Putzkörperchen enthält und nicht ganz so gesund ist für den Zahnschmelz etc. Das, ja, das wird schon so sein. Dennoch benutze ich sowas ganz gerne zwischendurch. Ja, ich bin gespannt, wie das ist. Vielleicht ist es ja auch nicht ganz so aggressiv. Ja, dann habe ich jetzt hier auf dem Boden noch ein paar Sachen stehen vom Haushalt. Hier war zum Beispiel eine Limited Edition von den Denk mit Allzweckreinigungstüchern. Da habe ich mir jetzt die Sorte, ich glaube, die andere hatte mich nicht so angesprochen, Orchidee und Reismilch habe ich mir mitgenommen. Die sieht auch super hübsch verpackt aus und es hört sich auch so an, als würde das mega, mega, mega gut riechen. Gucken wir einfach mal direkt nach. Geht so. Ist jetzt nicht absolut blöd, aber auch nicht so, wie ich dachte. Keine Ahnung. Naja, gut. Dann haben wir hier einmal die Denk mit Flächendesinfektion, also so ein Desinfektionsspray einfach. Das benutze ich natürlich für Oberflächen. Ich benutze es hin und wieder, aber auch schon lieber mein Haupt an meinen Fingern oder wenn ich unterwegs bin. Und genau, manchmal fülle ich mir dann was davon in die kleineren Flaschen, die ich so mitnehme. Und das brauchte man jetzt natürlich einfach mal nach, ist ja klar.
Und ich habe auch noch mehr zum Desinfizieren mitgenommen. Und zwar dreimal. Ist jetzt gerade noch eingepackt hier. Von Denk mit, glaube ich, ist das. Das, hier, der Hygienespüler, Wäschedesinfektion, genau. Den habe ich ja eigentlich immer da. Den benutze ich halt meistens auch irgendwie von DM. Ich bin irgendwie immer froh, den da mitbestellen zu können, damit ich ihn nicht schleppen muss. Ich könnte ihn aber theoretisch auch überall anders kaufen. Also da, da bin ich eigentlich nicht wählerisch, welche Marke das sein soll. Ja, dann durften noch dreimal Backpapierzuschnitte mit. Die halten dann jetzt auch erstmal eine Weile. Ja, und die sind ganz gut von DM. Da kann ich sonst nicht so viel zu sagen. Aber die brauchte ich auf jeden Fall halt wieder nach. Genau, und hier habe ich jetzt noch was zum Putzen. Moment, hier bei dem habe ich mich jetzt auch sehr gefreut, dass ihr mir den wieder nachkaufen konntet. Das ist mein Lieblings-Allzweckreiniger. Den habe ich euch auch schon mal in einem Favoritenvideo gezeigt und natürlich in den Aufgebraucht-Videos. Der Ajax Lavendel- und Magnolienduft-Allzweckreiniger. Und genau, der hat sogar 99% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs und 100% Reinigungskraft. Ja, das riecht einfach total gut. Ich liebe das auch in meine Staubsauger bzw. Wischroboter zu füllen oder überhaupt in meine Wischsauger. Immer nur so ein bisschen, das schäumt sonst zu. Aber das riecht einfach so genial. Ich liebe den Duft total gut. Der Grüne ist auch richtig schön und den Weißen mögen auch viele von euch, aber ich mag die anderen beiden ein bisschen lieber. Genau, und dann zuletzt das Color and Care Farb- und Faserpflege Feinwaschmittel. Genau, eine Feinwaschlotion ist das mittlerweile. Okay. Das riecht auf jeden Fall super gut. Ich benutze das halt eben natürlich, wie schon draufsteht, für feinere Sachen. Auch so für Jacken manchmal, weil sich das richtig gut auflöst. Und ja, oh, hier meine Haut fühlt sich richtig gut an. Jetzt nicht mehr so stoppig, aber man merkt noch, dass so eine Barriere jetzt wirklich drauf ist von der Creme. Was ist das? Weiß auch kein Mensch. Ja, aber das war jetzt erstmal mein DM-Haul. Vermutlich gehe ich die Tage nochmal hin, um zu gucken, ob ich diese Cookies Limited Edition von Essence noch irgendwo finde. Also ihr werdet dann wahrscheinlich bald wieder ein Haul sehen. Aber dann wahrscheinlich nicht ganz so groß, hoffe ich zumindest. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bedanke mich wie immer, dass ihr hier mit mir eure Zeit verbracht habt und hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie mir auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.